Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit unserem Partner AlgoCamp. Wie erkenne ich, ob ein Handelssystem nicht mehr funktioniert? Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Ich freue mich, dass zu diesem Thema wie immer sehr viele Teilnehmer anwesend sind. Und ja, wollen wir auch nicht so viel jetzt am Anfang reden. Eine Sache habe ich aber trotzdem noch, darauf möchte ich gerne hinweisen, bevor ich zu David von AlgoCamp übertrage. Und zwar möchte ich nochmal auf unsere Webinarreihe hinweisen mit den Profis auf Reise durch das Börsenjahr. Ab nächster Woche Donnerstag, da geht's los, wird es jeden Monat ein Webinar geben mit einem Experten. Die Experten werden Sie thematisch durch das Börsenjahr begleiten und führen. Wenn Sie weitere Informationen möchten, können Sie hier auf unserer Seite diese erhalten. Einmal jetzt hier auf Anmelden und dann bekommen Sie Informationen zu den Referenten, aber auch zum Thema und natürlich, wann das Ganze stattfindet. Wir haben sehr bekannte Referenten dabei, Norman Welz, Joachim Goldberg, Mick Knauf, ich glaube, bekannt in Print und Medien. Sandra Navidi konnten wir gewinnen, Mari Lüdemann, Dirk Müller, Robert Halber. Ja, also die Liste ist lang. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, können Sie sich hier entsprechend registrieren bzw. dieses Formular ausfüllen. Und wenn Sie teilnehmen möchten, finden Sie hier unten entsprechend das Anmeldeformular. Für Kunden ist das Ganze kostenfrei. Ja, Sie erhalten das Paket im Wert von 900 € kostenlos. Entsprechend bitte einfach hier anklicken, dass Sie Kunde sind. Wenn Sie noch kein Kunde sind, dann und sich dafür interessieren, können Sie sich selbstverständlich gerne dafür trotzdem anmelden und entsprechend ein Live-Konto eröffnen. Ja? Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich bei uns. Da werden wir natürlich Ihnen weiter helfen. Und damit ich jetzt auch die Brücke schlage, wir haben dieses Jahr auch noch ein Webinar mit AlgoCamp. Wir haben den Termin auch schon online. Hier, vollautomatische Handelssysteme, vierteiliges Webinar oder vierteilige Webinarreihe. Da wird aber noch zu entsprechender Zeit noch Informationen folgen, sowohl bei uns auf der Webseite als auch über den Newsletter. Ja, so. Dann habe ich hier alles abgearbeitet und übertrage jetzt an David und ja, begrüße dich natürlich auch herzlich und freue mich, dass du für uns heute Abend Zeit hast. Ja, vielen Dank für deine nette Einführung in das heutige Webinar. Mein Name ist David Warney und ich habe heute das Vergnügen, mit Ihnen die nächsten 60 Minuten verbringen zu dürfen. Das heutige Thema lautet: Wie erkenne ich, ob ein Handelssystem nicht mehr funktioniert? Das ist eigentlich eine ziemlich spannende Frage. Die wurde vor kurzem auch, also prinzipiell wird sie oft das gefragt oder gestellt. Auch auf den IB Days hatten wir die Frage öfters. Dort konnten wir sie halt in der Zeit nicht genau beantworten und haben deswegen auch auf das Webinar heute verwiesen. Vielleicht sind ja einige von Ihnen auch hierher gekommen durch die IB Days. Dann gibt es heute hoffentlich die passende Antwort für Sie. Ja, worum geht es heute eigentlich nochmal genau? Wir wollen heute die Frage zum einen beantworten, wie auch der Titel klingt: Wie erkenne ich, ob ein Handelssystem nicht mehr funktioniert? Und natürlich auch noch die Frage beantworten: was mache ich dann? Was mache ich, wenn ich es erkannt habe? Wie kann ich dagegen steuern und so weiter? Das Thema an sich ist sehr komplex. Dazu muss ich auch vorab sagen, es gibt keine feste Antwort für alle Systeme.
Deswegen haben wir es ein bisschen aufgeteilt und haben uns lange überlegt, wie können wir das so aufstellen, dass wir das heute in den 60 Minuten ganz gut abhandeln. Wir wollen auch nicht zu sehr in die Theorie gehen, sondern das wirklich auch praktisch noch ein bisschen behandeln. Aber um das wirklich komplett zu verstehen und Ihnen auch zu zeigen, wie Sie zukünftig da agieren können, haben wir es halt so aufgeteilt, dass wir ein bisschen circa die Hälfte uns die ganze Theorie nochmal anschauen und zur anderen Hälfte auch wirklich einen starken Bezug haben zur Praxis. Ja gut, ich starte einfach mal die Präsentation, damit Sie auch wissen, wer eigentlich hier am Mikrofon sitzt und Ihnen die ganzen hoffentlich interessanten Dinge erzählt. Ich hatte ja schon gesagt, oder Nelson hatte ja auch schon gesagt, ich bin David Warney, bin aktuell 26 Jahre alt und wohne in Berlin. Ich war oder habe quasi meine Berufskarriere in einer Vermögensverwaltung angefangen, war dort insgesamt 9 Jahre angestellt. Eigentlich wollte ich nur eine Ausbildung zum Programmierer machen, habe aber dann gesehen, dass automatische Handelssysteme funktionieren und dass sie ganz interessant sind. Habe dann so ein bisschen mehr Fokus verlegt, von der Programmierung weg hin zu dem Trading an sich natürlich das Thema, zum automatischen Handel, zum Entwickeln von Strategien und so weiter. Und so war quasi der Start meines Interesse in diesem Gebiet. Ja, und seitdem ich 18 bin, trade ich auch manuell an der Börse, habe da den klassischen Werdegang hinter mir, dass ich ein Konto nach dem anderen gegen die Wand gefahren habe. Ich war einer, der immer ein bisschen länger gebraucht hat. Also bei mir waren es nicht nur 2, 3 Konten, sondern schon zweistellig von der Kontoanzahl, bis ich endlich mal gemerkt habe, worauf es wirklich ankommt. Ja, 2016 bin ich dann ausgestiegen aus der Vermögensverwaltung und habe dann AlgoCamp gegründet. Wer oder was AlgoCamp eigentlich genau ist, da kommen wir gleich nochmal kurz in der nächsten Folie zu. Und inzwischen bin ich auch seit einigen Jahren Referent auf der World of Trading und jetzt auch Referent auf den IB Days. Dort hatten wir jetzt 3 Vorträge mit jeweils 90 Minuten und werden sehr, sehr höchstwahrscheinlich auch auf den nächsten IB Days vertreten sein. Und seit knapp 2 Jahren schreibe ich auch regelmäßig für das Traders Mag. Da habe ich mich so ein bisschen eingependelt momentan auf circa, dass ich in jeder Ausgabe circa einmal dabei bin. Das ist ja, ich schreibe da nicht die klassischen Artikel, die vielleicht jeder lesen möchte, wo eine fertige Handelsstrategie vorgelegt wird, um 200% die Nacht zu machen, sondern ich kümmere mich da eher so um die auf den ersten Blick uninteressanten Themen, aber auf den zweiten Blick wirklich wichtigen Themen. So ein Thema wie zum Beispiel auch heute, würde man es irgendwo lesen, das wäre jetzt nicht so spannend wie heilige Gralstrategie, 200% am Tag, so geht's. Deswegen fahre ich da die andere Schiene, aber so wie ich gemerkt habe, kommt das eigentlich ganz gut an. Ja, was ist eigentlich AlgoCamp? AlgoCamp ist ein Unternehmen aus Berlin. Wir sitzen in Berlin-Mitte. Wir sind eine Firma, die die automatische Handelssysteme programmiert, entwickelt, vollautomatische, halbautomatische. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine Idee haben für eine Handelsstrategie, dann können Sie einfach zu uns kommen. Wir besprechen das Ganze und sorgen dafür, dass Sie am Ende dann ein fertiges, vollautomatisches oder halbautomatisches Handelssystem haben für den MetaTrader, für den NinjaTrader oder Individuallösungen, um sich direkt an die TWS zum Beispiel zu binden von CapTrader oder. Des Weiteren verkaufen wir auch fertige Handelssysteme, fertige Indikatoren und vermieten auch noch Trading-Server, die vielleicht für den Betrieb von den Handelssystemen an sich ganz hilfreich sind und nützlich sind. Bevor wir weiterführen mit der Präsentation, würde ich noch kurz eine Minute verwenden, um Ihnen unser neues Markttechnik-Add-on kurz vorzustellen. Wenn wir auf AlgoCamp gehen, dann sehen wir hier oben auf der Startseite auf Produkte. Dort sehen wir das Markttechnik-Add-on. Und zwar haben wir dort, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, wir haben das erste Markttechnik-Add-on für den MetaTrader 5 entwickelt. Inzwischen merken wir, dass die Markttechnik an sich sehr, sehr beliebt ist und wir haben uns immer gefragt, wieso gibt es eigentlich kein Add-on für den MetaTrader, weder für den MetaTrader 4 noch für den MetaTrader 5. Wir haben lange, lange dran gesessen, um das letztendlich zu entwickeln, weil so markttechnische Sachen oder Trenderkennung von der Automatisierung her immer sehr komplex sind. Ja, wir haben es geschafft, zum Glück. Ich bin sehr stolz auf das Produkt, was wir am Ende geschaffen haben. Können Sie sich einfach auf unserer Webseite nochmal ganz in Ruhe anschauen. Hebt sich ein bisschen ab von den klassischen Markttechnik-Add-ons, die es bisher für andere Trading-Systeme gibt.
weil wir hier dann auch noch einen statistischen Vorteil haben. Das heißt, der Markttechnik, das Markttechnik-Add-on zeigt Ihnen im Chart nochmal auf, wo Sie statistisch einen Vorteil haben, wenn Sie an einem gewissen Punkt in der Markttechnik traden. Das nur kurz dazu, dass wir nicht noch weiter Zeit für heute verschwenden. Schauen Sie sich das einfach in Ruhe an. Dann können Sie das mal angucken und haben wir noch ein paar Kennzahlen. Und dann können Sie sehen, ob das vielleicht was für Sie ist. Wenn Sie Fragen haben, wie immer einfach uns anschreiben, anrufen, wie Sie gerne möchten. Gut, fangen wir fort. Was sind die Ziele eigentlich? Also ich habe mir für heute drei Ziele festgesetzt. Zum einen möchte ich Ihnen ganz konkrete Methoden erläutern, wie Sie das Lebensende einer Strategie erkennen. Und bei Lebensende reden wir quasi von zwei Enden. Das heißt, es gibt einmal diesen Punkt, wo wir merken oder erkannt haben, dass eine Handelsstrategie wirklich nicht mehr funktioniert. Und es gibt noch einen viel wichtigeren Punkt, das ist der Punkt davor, wo wir erkennen, dass die Handelsstrategie sich verändert. Und zwar negativ verändert zu dem Punkt hin, dass wir nicht mehr unsere Erwartungen erfüllen. Das zweite Ziel für heute, das ist die Schwierigkeiten, das Potenzial immer zu verdeutlichen. Das klingt vielleicht in dem ersten Moment, wenn man den Titel so hört, ja eigentlich einfach. Mag vielleicht einfach klingen, okay, wenn das System keine Gewinne mehr macht, dann weiß ich, das funktioniert halt nicht mehr. Ebenso ist das Potenzial auch sehr oft unterschätzt, was wir eigentlich darin haben. Nur ein kurzer Auszug zum Beispiel in Vermögensverwaltung oder in Zeiten aus meiner Vermögensverwaltungsarbeit. Es gibt einfach Systeme, die funktionieren wirklich nur 2 Monate lang, weil sie extrem stark angepasst sind, auch das sogenannte Curve-Fitting. Und es gibt halt auch Systeme, die sind sehr stark robust und überleben 12 Jahre ohne eine Anpassung. Das habe ich alles erlebt. Auch nur deswegen stehe ich so hinter dem Thema, weil ich wirklich miterlebt habe und gesehen habe und auch immer noch sehe, dass das alles funktioniert und was einem da so erwarten kann. Und der dritte Punkt, dass wir nicht allzu theoretisch werden, sondern dass ich Ihnen auch zeige, was können Sie tun, wenn Sie den Punkt erreicht haben, wo Handelsstrategien nicht mehr funktionieren oder wo Sie erkannt haben, irgendwie funktioniert meine Handelsstrategie noch, aber nicht mehr so, wie ich es mir eigentlich mal vorgestellt habe oder wie es eigentlich geplant war. Deswegen haben wir den Vortrag in folgende Punkte unterteilt. Zum einen definieren wir nochmal kurz ganz gemeinsam das Ende einer Handelsstrategie, dass wir einfach so ein gleiches Verständnis dafür haben, was jetzt genau mit Ende einer Handelsstrategie gemeint ist. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, wo wir die Voraussetzung klären, um überhaupt diese Erkennung durchzuführen. Das heißt, was muss ich alles für Auswertungen, für Tools, für Daten und Kennzahlen haben, damit ich dieses Ende erkennen kann und auch den Punkt davor. Und dann nochmal die Schwierigkeit bei der Erkennung. Wo hakt es in der Regel? Wo müssen wir besonders aufpassen? Gefolgt von den groben Faktoren und von den Details. Da geht es eigentlich nur darum, dass ich Ihnen zeige, was kann eigentlich alles vorkommen. Also was kann passieren im Markt oder auf der Gesamtwelt, dass eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so funktioniert wie geplant. Details, das sind so ein bisschen strategiespezifischere Angelegenheiten, die sich ändern und Auswirkungen haben auf Ihre Strategie. Dann der vorletzte Punkt oder der drittletzte Punkt ist dann die genaue Erkennung. Das heißt, wir haben jetzt viel über die Theorie gesprochen, ein paar praktische Sachen gesehen und wollen jetzt einfach mal anhand von einem Backtest und von den Kennzahlen sehen oder uns Regeln festschreiben, wie erkenne ich das genau? Also was muss passieren, wirklich schwarz auf weiß, ohne Bauchgefühl, dass ich sage, ui, jetzt passiert was, jetzt ändert sich der Markt, meine Strategie ist irgendwie außerhalb von dem Rahmen, den wir uns mal gesetzt haben. Und der letzte Punkt vor dem Fazit ist dann das Gegensteuern, das heißt, was können wir überhaupt tun, wenn wir erkannt haben, dass eine Handelsstrategie sich langsam dem Ende nähert? Gut, beginnen wir mit der Definition. Also ich hatte ja am Anfang schon kurz erwähnt, dass wir mit dem Ende einer Handelsstrategie eigentlich zwei Punkte meinen. Und heute wollen wir uns auch darum kümmern, dass wir die beiden Punkte erkennen. Das ist einmal wirklich der Punkt, wo eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert. Sie macht nur noch Verluste. Und der zweite Punkt ist der davor, wo wir halt merken, wir haben uns einen Rahmen gesetzt. Beispielsweise haben wir einen Backtest durchgeführt
und haben gemerkt, dass wir in den letzten 16 Jahren maximal ein Drawdown hatten von 10%. Das heißt, wir können uns dann also einen Rahmen setzen für die Zukunft. Wir wissen, uns erwartet in etwa 10%, es kann auch mal mehr sein. Wir haben Slippage, wir haben Gebühren, also setzen wir uns einfach einen Rahmen für die Zukunft und sind zum Beispiel bei 15% Drawdown. Das ist jetzt zum Beispiel eine erste Indikation dafür. Was bedeutet das Ende jetzt nochmal konkreter, genau, einer Handelsstrategie? Das kann zum einen bedeuten, dass wir einfach keinen Vorteil mehr am Markt haben. Das heißt, wir haben uns eine Strategie überlegt, diesen anderen, oder wir wissen dadurch mehr als andere Trader. Wir erkennen schneller, wann ein Markt sich dreht, wann ein Markt in eine Richtung geht, wann ein Markt schnell in eine Richtung geht. Also wir haben uns irgendeinen Vorteil herausgepickt und der Vorteil kann ganz individuell sein, durch Indikatoren in einer gewissen Kombination. Vielleicht haben wir auch eine sehr schnelle Internetverbindung und sind vielleicht schneller als alle anderen, was jetzt relativ unwahrscheinlich ist in diesem großen Haifischgebiet. Es kann aber auch sein, dass einfach unsere Erträge nicht mehr so sind, wie wir es erwartet haben. Das heißt, wir haben unseren Backtest über die letzten 16 Jahre und haben uns ausgerechnet, dass unsere Strategie circa ja, durchschnittlich im Monat 5% macht. Und wir haben jetzt schon 10, 11 Monate, wo wir durchschnittlich nur 2% machen. Das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel für ein Ende einer Handelsstrategie. Der dritte Punkt wird wahrscheinlich für den Privattrader nicht so interessant sein. Das haben wir auch sehr oft in der Vermögensverwaltung gehabt, dass der Aufwand und die Erträge nicht mehr in einem Verhältnis stehen. Das heißt, wir als Privattrader haben natürlich relativ geringe Kosten. Wenn das Handelssystem einmal da ist, dann haben wir natürlich unsere Zeit, die wir investieren, um das System zu betreiben, um zu warten. Und dann halt noch eventuell Trading-Server-Kosten, Stromkosten, Computerkosten, Abnutzungskosten, aber das ist alles minimal. In der Regel haben wir den PC ja so oder so zu Hause und wir wohnen so oder so in der Wohnung und haben sowieso einen Schreibtisch. In der Vermögensverwaltung war das halt zum Beispiel viel stärker. Da gab es zum Beispiel Systeme, die machen dann vielleicht im Monat noch 10.000, 12.000 Euro Gewinn, aber der Aufwand dafür sind dann vielleicht täglich 4 Stunden von Fachleuten. Wenn man das hochrechnet, dann macht das einfach keinen Sinn mehr. Also es geht viel Zeit drauf. Vielleicht sind dann 2 Leute die ganze Zeit damit beschäftigt, aber am Ende die 12.000 Euro, die überbleiben, sind dann quasi durch die Gehälter und auch durch das Risiko einfach aufgefressen. Wenn man ein hohes Risiko fährt und am Ende dann halt nur, das ist für einen Privattrader natürlich viel, aber wenn dann nur 2.000, 3.000 Euro überbleiben, dann lässt man es einfach sein. Und der letzte Punkt ist natürlich knallhart, dass soweit wollen wir es eigentlich nicht mehr kommen lassen, ist, dass eine Handelsstrategie einfach kein Geld mehr verdient. Es verdient kein Geld mehr oder es verdient kaum Geld mehr oder noch schlimmer, es verliert wirklich Geld. Gut, was sind die Voraussetzungen? Was muss gegeben sein, dass wir die folgenden Punkte, die wir jetzt später noch erklären, durchführen können, um das Ende einer Handelsstrategie zu erkennen? Punkt 1 ist natürlich die profitable Handelsstrategie. Wenn wir die nicht haben, dann haben wir nicht das Luxusproblem, sage ich mal, um dieses Ende zu erkennen. Und was noch viel wichtiger ist, wir brauchen auch ein automatisches, festes Handelssystem. Möglichst vollautomatisiert. Es geht natürlich auch halbautomatisiert, aber hier haben wir einfach gewisse Probleme, weil hier einfach ein Faktor eine Rolle spielt, den wir nicht prüfen können, also den wir nicht abprüfen können. Das ist halt Faktor Bauchgefühl. Wenn ich jetzt einen Backtest habe über 16 Jahre, wo der Computer nur das gemacht hat oder das Handelssystem, was es sollte, dann wissen wir, okay, in der Zukunft wird es auch das so machen, wie es soll. Und der wird nicht sagen, naja, okay, jetzt habe ich eigentlich ein Long-Signal, aber das lasse ich jetzt aus, weil der Markt schon so stark gestiegen ist. Das gibt es nicht. Das Handelssystem ist fix. Wenn wir jetzt ein halbautomatisches Handelssystem haben oder ein automatisches Handelssystem, wo wir jeden Tag eventuell noch ein paar Kennzahlen eintragen. Vielleicht tragen wir jeden Tag die Vola ein, um zu sagen, okay, wir haben gerade einen starken Markt, jetzt trade ein bisschen später und geh nicht so früh rein. Oder wir haben jetzt einen schwachen Markt, jetzt kannst du ein bisschen früher traden, weil der Markt sich nicht so stark bewegt. Das ist natürlich dann schwer zu kontrollieren. Deswegen brauchen wir eigentlich ein vollautomatisiertes System, was wirklich ohne völliges Eingreifen am Markt aktiv ist. Dazu brauchen wir auch noch einen signifikanten Backtest mit Kennzahlen,
Was meine ich damit genau? Ein Backtest über ein, zwei Jahre bringt uns jetzt nichts. Das ist an sich nicht aussagekräftig. Meiner Meinung nach kann man sich darüber streiten, aber wenn wir uns Backtests zum Beispiel über 16 oder 20 Jahre anschauen, je nachdem, was wir handeln möchten und wie viele Daten wir haben, dann kann es durchaus sein, dass wir in den 20 Jahren noch einfach mal zwei, drei Jahre haben, wo wir einfach eine Drawdown-Phase haben oder wo wir eine Phase haben, wo eine Strategie nichts verdient. Und dann müssen wir uns jetzt vorstellen, das Ganze kann auch andersrum sein. Wir können eine Handelsstrategie haben, die 20 Jahre lang Geld verliert und zwei Jahre lang macht sie zufällig mal Gewinn. Und wenn wir dann einen Backtest haben, der nur zwei Jahre lang lief und dort haben wir einen positiven Profit gehabt oder Ergebnis und Performance, dann merken Sie schnell, dass das hat keine Aussagekraft. Das ist einfach Zufall gewesen. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall einen Backtest, der möglichst lange ging. Kommt immer darauf an, was bedeutet lange. Da gibt es keine feste Regel. Kommt immer auf den Zeithorizont an. Wenn Sie natürlich auf Tagescandles unterwegs sind und vielleicht im Jahr nur 20 Trades durchführen, dann sollte der Backtest schon einige Jahre zurückgehen. Ja, um die 6, 10 Jahre, je nachdem, wie viele Daten dort sind. Und wenn Sie auf Tick-Basis unterwegs sind oder Ihre Trading-Signale auf Minuten-Basis durchführen und Sie im Jahr 2000 Trades durchführen, dann würde es theoretisch auch schon mal reichen, wenn Sie einfach einen Backtest haben über 3, 4 Jahre. Ja, es spielt auch mal eine Rolle, wie viele Trades vorhanden sind. Dann brauchen wir natürlich noch die Live-Ergebnisse. Das heißt, wir haben zwar unseren Backtest, wir haben unser Handelssystem, was hoffentlich auch live Geld verdient, aber wir müssen das jetzt irgendwie noch gegenchecken. Das heißt, wir brauchen halt ein Konto, ein Live-Konto, wo das Handelssystem aktiv ist und wir müssen diese Ergebnisse, die live durchgeführt werden, auch mittracken. Das heißt, wir müssen eigentlich zu jeder Zeit oder einmal in der Woche, alle zwei Wochen, je nachdem wie aktiv diese Strategie ist, müssen wir wissen, wo stehen wir gerade, was haben wir eigentlich momentan verdient. Ist vielleicht ganz interessant, wenn Sie sich mal an Ihr eigenes Trading denken und sich mal fragen, da werden Sie im ersten Moment wahrscheinlich wissen, ob Sie gerade Gewinne gemacht haben, Verluste gemacht haben, aber Sie werden zum Beispiel wahrscheinlich nicht mehr ganz genau wissen, was Sie vor ein, zwei Wochen gemacht haben. Oder Sie werden nicht aus der Pistole herausgeschossen sagen können, ja, ich bin gerade in einer Drawdown-Phase von 4,8% und die geht seit 9,8 Wochen zum Beispiel. Das sind alles Zahlen, die müssen Sie, wenn Sie ein automatisches Handelssystem haben, müssen Sie das nicht im Kopf haben, aber Sie müssen es abrufbereit haben. Beim Backtest ist es ja relativ einfach zu machen, aber wichtig ist, dass Sie das auch für die Live-Trades haben. Nur so können Sie ja wirklich herausfinden, wo bin ich gerade. Ist es gerade eine schlechte Zeit, eine wirklich schlechte Zeit oder kommt mir es nur so vor, weil ich die letzten 3, 4 Trades den größten Stop-Loss meines Handelssystems gerissen habe. Deswegen ist das Tracking hierfür sehr wichtig und natürlich auch das genaue Verständnis für die Backtest-Kennzahlen. Ich merke das immer ganz oft bei den Webinaren, bei den Vorträgen oder bei unseren individuellen Coachings bei uns im Büro, dass viele Trader kennen diese Kennzahlen wie maximaler Drawdown, durchschnittlicher Gewinn, durchschnittlicher Verlust, Profitfaktor und so weiter. Die Zahlen, die kennen viele. Können jetzt vielleicht nicht genau die Formel aus dem Kopf vorsagen, aber sie wissen ganz genau, was damit gemeint ist. Und wir haben erstaunlicherweise hier festgestellt, dass das Verständnis nicht richtig ist. Also die Definition von den einzelnen Kennzahlen, die ist nicht korrekt angekommen. Und das ist natürlich essentiell, um das Ende einer Handelsstrategie zu erkennen, wenn wir anhand der Kennzahlen arbeiten. Ich möchte Ihnen einfach nur mal ein Beispiel vorzeigen. Das ist, mag im ersten Moment etwas zu einfach klingen, aber das ist einfach der Wert Durchschnitt. Wir haben eine Handelsstrategie, Backtest über die letzten 16 Jahre. Und wir haben nach den 16 Jahren, haben wir einige Trades gemacht, einige Monate sind rum. Dann können wir sagen, wir verdienen durchschnittlich 5% im Monat. Was denkt man als Trader, dass das die Monate sind? Das sind jetzt so die letzten 5 Monate eine Handelsstrategie. Dort machen wir jeden Monat 5%, 5%, 5%, 5% und 5%. Das ist so die Erwartung. Das ist die Erwartung, die man hat, wenn man versteht, eine Strategie verdient durchschnittlich 5%. Die Realität allerdings, die sieht komplett anders aus.
die Realität sieht nämlich so aus. Das sind 5% durchschnittlich am Markt. Ja, das heißt, wir haben mal 2,5%, dann haben wir 0,9%, dann haben wir minus 5%, plus 5% und plus 20%. Wie kommen wir darauf, dass das Verständnis hier oft so falsch ist oder nicht richtig gefestigt ist? Das merken wir bei vielen Algocamp-Kunden, die sich zum Beispiel ein Handelssystem bei uns kaufen oder eins entwickeln lassen. Sie bekommen vorab halt die Ergebnisse aus dem Backtest oder aus ihren eigenen Handelsstrategien und dort wird dann halt errechnet, dass eine Handelsstrategie durchschnittlich 5% im Monat macht. Dann geht's los. Der erste Monat handelt. Sie erwirtschaften nur 2,5% und werden schon etwas nervös, weil sie sich fragen, ist der Backtest dann sauber programmiert? Wurde der mir irgendwas Falsches verkauft? Das ist ja irgendwie komisch. Dann gibt es schon die ersten Anrufe oder die ersten E-Mails, wo nachgefragt wird. Kann man alles erklären, wird im ersten Moment auch ja, abgenickt und verstanden. Dann beginnt der zweite Monat. Der zweite Monat ist dann auch nur leicht im Gewinn mit nur 0,9%. Dann sind schon viele sehr kritisch, weil sie ja gesagt haben, naja, eigentlich laut meinem Backtest soll meine Handelsstrategie, die sie mir programmiert haben, ja 5% im Monat verdienen. Dann kommt der dritte Monat, dort kommen dann die Verluste und spätestens dort ist bei vielen Ende, weil sie immer noch die 5% im Kopf haben. Aber dann natürlich die folgenden Gewinne einfach vergessen oder auslassen, besser gesagt, nicht vergessen, sondern sie lassen sie aus. Das ist eigentlich so mein beliebtestes Beispiel für die Kennzahlen, wieso ich immer wieder predige, dass es so enorm wichtig ist, die Kennzahlen ganz genau zu verstehen. Es ist nicht schlimm, da muss sich keiner verschieben. Es ist einfach so in der Umgangssprache, verwendet man die Sachen ganz leicht, aber wenn man sie wirklich nutzen möchte und einen Vorteil daraus ziehen möchte, dann muss man sich wirklich um die ganz genaue Definition kümmern. Kurzes zweites Beispiel dafür ist der Wert Drawdown. Fast jeder kennt den Wert Drawdown. Schaut sich einen Backtest an und sieht dann irgendwie, okay, maximalen Drawdown über die letzten 10 Jahre sind jetzt bei 10%. Was machen nun im Umkehrschluss viele? Die sagen dann, gut, 10%, dann starte ich jetzt mein Trading-Konto mit 10.000 Euro. Und da kann ich ja maximal nur 1.000 Euro verlieren, weil 10% von 10.000 Euro sind 1.000 Euro. Klingt im ersten Moment auch richtig, ist aber völlig falsch. Wieso ist es völlig falsch? Der Backtest ging zum Beispiel 10 Jahre lang. Wir haben angefangen mit 10.000 Euro, haben geendet mit 1.000.000 Euro von mir aus und haben einen Drawdown von 10% gehabt und wir haben jederzeit das gleiche Volumen gehandelt. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, woher weiß ich überhaupt, wann der maximale Drawdown aufgetreten ist? Ist er aufgetreten, als ich 10.000 Euro auf dem Konto hatte? Oder ist er aufgetreten, als ich 1.000.000 auf dem Konto hatte? Denn wenn er zu dem Zeitpunkt aufgetreten ist, wo ich 1.000.000 Euro auf dem Konto hatte, dann habe ich einen maximalen Drawdown von 100.000 Euro. Und wenn ich dann live trade mit 10.000 Euro auf dem Konto, kann ich nicht erwarten, dass ich auch nur 1.000 Euro verliere. Klingt eigentlich logisch, aber ist ein zweites ganz gutes Beispiel dafür, wie viel Potenzial denn eigentlich in diesen Kennzahlen steckt und wie wenig oft man darüber ganz genau weiß. Das ist, wie gesagt, muss sich dafür keiner schämen. Ich hab den Wert auch ganz lange so verwendet und dachte mir über eine gewisse Zeit sehr lange, das kann irgendwie nicht sein. Ich weiß ganz genau, dass der maximale Drawdown so oft wo verwendet wird. Ich verwende ihn auch, aber irgendwie konnte ich mir nicht erklären, wo da der Logikfehler war. Irgendwann bin ich immer drauf gekommen und dachte mir, ist eigentlich klar, man kann es nicht so verwenden. Man kann diese Zahlen nicht so für die Zukunft verwenden. Deswegen an dieser Stelle ganz wichtig als Voraussetzung, sich die Kennzahlen einfach mal anzusehen. Der Backtest von dem MetaTrader zum Beispiel, der liefert ja ganz viele Kennzahlen aus. Die zeigen wir Ihnen später auch nochmal genau. Schauen Sie sich einfach jeder an, googeln Sie mal ganz genau danach und verinnerlichen Sie so ein bisschen die Definition davon. Gut, was sind die Schwierigkeiten? Die zwei größten Schwierigkeiten sind halt wirklich, den genauen richtigen Zeitpunkt zu erkennen. Was wollen wir eigentlich machen oder wieso machen wir das Ganze? Wir haben eine Handelsstrategie, die läuft jetzt ein paar Monate live,
die verdienen Geld, verdienen Geld, verdienen Geld. Und irgendwann gibt es mal den Punkt, wo sie Geld verliert. Dann möchten wir ja wissen, ist es normal? Ist es eine Zeit, wann ich Geld, dass ich normal Geld viel verliere, weil keine Strategie gewinnt immer? Oder ist es ein Zeitpunkt, wo die Strategie nicht mehr funktioniert? Und die Schwierigkeiten hierbei sind, machen wir das Ganze zu spät, dann kann es sein, dass wir die ersten 6 profitablen Monate komplett wieder verlieren, weil wir die gesamte Performance komplett verlieren. Oder zweite Problematik ist einfach, dass wir es zu früh machen. Wenn wir jetzt erwarten, okay, 5% jeden Monat, ich habe meine 5%, ich habe wieder 5% und dann habe ich nur 4%, dann dürfen wir nicht sagen, hui, 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 abgesehen von der falschen Definition von Durchschnitt, dann darf ich nicht sagen, hui, 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 ich verdiene jetzt nur noch 4%, ich mache das lieber aus und dann geht es danach 2 Jahre lang weiter. Das heißt, wir müssen hier genau die Mitte finden. Wir dürfen das Ganze nicht zu früh hektisch werden, aber auch nicht zu spät. Und dieses zu spät Beispiel, da kann ich nur ein System zum Beispiel mal wieder aus dem Nähkästchen holen oder Plauderkästchen, dass wir mal eine Vermögensverwaltung hatten. Wir hatten mal ein Future-Handelssystem, das lief extrem gut, also eigentlich wie aus dem Bilderbuch. Und wir wussten genau, dass das Ding lebt nicht lange. Und das hat halt über 2 Monate lang sehr, 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 sehr viel Geld verdient und hat nach 2 Monaten hat wirklich nicht mehr funktioniert. Es gab eine Phase, die war kurz sehr teuer, aber wir haben frühzeitig gesagt, es funktioniert jetzt nicht mehr. Nach ca. 2,5 Monaten haben das System ausgemacht und es war auch ein guter Zeitpunkt. Aber Sie sehen hier, es ist ziemlich schwer, genau die Mitte zu erkennen. Zu früh, zu spät, beides ist falsch. Wir wollen halt genau die Mitte erkennen. Ich denke mal, wie das genau funktioniert, dafür bekommen wir heute hoffentlich nochmal ein Verständnis für, wie Sie die Mitte davon erkennen. Zweite Schwierigkeit ist natürlich, zu erkennen, was ist das eigentlich gerade? Ist der Markt temporär nervös? Wenn wir zum Beispiel eine Strategie haben, die jetzt maximal pro Trade 1.000 Euro verliert und dann haben wir eine Euro-Schweizer-Franken-Position und die Notenbank kommt auf die Idee, den Mindestkurs zu entfernen und plötzlich haben wir einen Verlust von 17.000 Euro, obwohl der größte Verlust bei 1.000 Euro lag, dann ist es nichts, was gegen unsere Strategie an sich spricht. Klar, es ist ein ganz klarer Bruch, aber wir können hier natürlich sagen, ist eine Extremsituation, die zum Glück nicht so oft vorkommt. Aber es bedeutet natürlich nicht, dass meine Strategie nicht mehr funktioniert. Deswegen, das ist jetzt so ein einfaches Beispiel dafür, Euro-Schweizer-Franken-Crash. Da erkennen wir sofort, okay, das ist jetzt eine temporäre Ausnahme, das kommt jetzt nicht immer so vor. Aber wenn wir ein bisschen weiter ins Detail gehen, dann ist es sehr schwierig zu erkennen, der Markt gerade einfach nervös ist, weil zum Beispiel gerade irgendwelche politischen Entscheidungen anstehen, oder ob der Markt sich gerade wirklich dauerhaft ändert. Die von Ihnen, die vielleicht schon mal einen Backtest durchgeführt haben oder sich da so ein bisschen eingefuchst haben, wenn Sie einen Backtest machen von 2000 bis heute, dann werden Sie immer einen Punkt sehen, und zwar ist das so 2007, 2008, das ist immer ein Punkt, wo jede Performance oder fast jede Performance sich ändert. Das heißt, entweder war sie von 2000 bis 2007 profitabel und danach bis heute nicht mehr, oder sie war von 2000 bis 2007 nicht profitabel und danach durchgehend profitabel. Das sind so große Marktänderungen, die in der Regel alle paar Jahre, das ist schon ein längerer Zeitraum mal vorkommt, aber sie ist auch ein Beweis dafür, dass es diese Punkte gibt im Markt. Deswegen ist es hier halt auch sehr schwer zu erkennen, ist es eine kurze Phase durch politische Entscheidung oder ist es ein dauerhafter Bruch, weil zum Beispiel große Marktteilnehmer nicht mehr am Markt sind oder. Und zu den großen Marktteilnehmern kommen wir auch schon zu den groben Faktoren. Was kann passieren, dass eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert? Zu den groben Sachen, die passieren können, ist natürlich klar, dass einfach die Grundlage einer Handelsstrategie wegfällt. Es gibt nicht nur Positionstrading-Systeme, sondern es gibt zum Beispiel auch Arbitrage-Systeme, die zum Beispiel halt einfach Preisdifferenzen ausnutzen. Jetzt einfach ein einfaches Beispiel. Wir könnten natürlich den großen DAX-Future gegen den kleinen Mini-DAX-Future prüfen und immer sagen, wenn die Abweichung der Preise größer als 20 Punkte ist, dann gehe ich den Future Long, der halt unter dem anderen liegt. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel dafür.
Klar, wenn es dann halt nicht mehr den Mini-DAX zum Beispiel gibt, dann ist halt einfach die Grundlage der Handelsstrategie da weg. Dann müssen wir uns nicht mehr darüber überlegen, funktioniert sie noch, funktioniert sie nicht mehr. Wenn halt einfach ein Produkt wegfällt, ist klar, funktioniert die Strategie nicht mehr. Das gleiche mit einem ähnlichen Beispiel ist halt auch, wenn Börsen sich zusammenschließen, wenn wir zum Beispiel Arbitrage zwischen zwei Börsen betrieben haben, wo wir immer an Börse A die Aktien oder ja, die Aktien günstig gekauft haben und an Börse B teurer verkauft haben und die Börsen schließen sich irgendwie zusammen, dann haben wir natürlich auch keine Grundlage mehr. Zweiter Punkt ist Broker schließt. Es gibt durchaus einige Handelsstrategien, die einfach darauf aus sind, die Berechnung der Broker etwas auszunutzen. Das heißt, ja, je nach Seriosität des Brokers könntest du natürlich CFDs oder andere Produkte oder auch binäre Optionen halt einfach etwas kreativer preisen oder freier preisen. Und dort kann es natürlich einfach sein, dass es vielleicht Broker gibt, die einfach nicht so schnell preisen. Also die orientieren sich vielleicht an dem DAX-Future zum Beispiel, aber sagen, ja okay, wenn der DAX jetzt um 200 Punkte gefallen ist, wir preisen den CFD vielleicht nur 150 Punkte tiefer. Und solche Differenzen kann man ja zum Beispiel ausnutzen. Geht nicht bei jedem, aber das wäre zum Beispiel auch eine Gegebenheit, die dort ist oder die da ist, dass eine Strategie nicht mehr funktioniert. Gibt es den Broker nicht mehr, den wir quasi geplündert haben, dann können wir diese Strategie nicht mehr anwenden. Ein weiteres Beispiel auch, gar nicht allzu fern, ist einfach neue Gesetze oder Börsenbestimmung. Gerade in dem Hochfrequenzhandel haben wir natürlich Bestimmungen oder auch die Börsen ändern ihre Bestimmungen, dass man nicht mehr allzu viele Orders geben darf, die dann nicht ausgeführt werden. Also man kann halt nicht irgendwie eine Order am Tag ausführen und 40.000 canceln. Dort gibt es vielleicht auch noch Strategien, die so ein bisschen darauf aus sind, den Markt vielleicht zu manipulieren, dass einfach Orders immer gegeben werden, aber kurz vor der Ausführung halt wieder storniert werden. Dann kann es zum Beispiel einfach sein, dass die Börse einfach eine Regel vorschiebt und sagt, okay, jede Gebühr kostet jetzt 50 Cent, egal ob sie ausgeführt wird oder nicht. Und wenn es zu einer Ausführung kommt, dann gibt es quasi 2,50 Euro zurück, um so ein bisschen das Verhältnis zu haben. Das kann natürlich eine Strategie auch einfach kaputt machen. Wenn wir durchschnittlich halt wirklich nur 1, 2 Euro pro Trade verdienen, es gibt vielleicht 100 Trades am Tag, aber 40.000 Orders, dann fressen diese 50 Cent für jede Order natürlich komplett den Gewinn auf. Da müssen wir nicht mehr groß nachdenken, funktioniert diese Strategie noch oder nicht. Sie ist dann einfach gestorben in dem Moment. Viel wichtiger sind jetzt die Details. Was kann eigentlich noch so passieren, dass eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert? Das Klassische, was viele auch immer sagen, ist, ja, der Markt hat sich geändert oder der Markt läuft gegen mich, ich habe viel Geld verloren, der Markt ist schuld. Der Markt ändert sich halt immer wieder in einem gewissen Maße. Ich hatte ja vorhin kurz erwähnt, politische Entscheidung ist ja auch momentan oder was die Zinspolitik angeht, schon etwas länger aktiv. Dort haben wir es einfach gerade, wir haben es gerade einfach einen Markt, den wir noch nie hatten oder schon lange nicht mehr hatten, eher noch nie hatten, dass der Markt einfach nur steigt. Er steigt, 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 Geld kostet nichts mehr, Geld wird gedruckt. Das ist zum Beispiel ein Auslöser dafür, dass sich der Markt ändert. Wo wir früher vielleicht zum Beispiel im DAX eine Tagesrange hatten von 50 Punkten, sind 50 Punkte heute eigentlich nichts. Also da gucken, da reagiert ja kaum noch jemand drauf. Wenn der Markt sich mal um 300 Punkte bewegt, dann sagt man, hui, hui, war ja mal ein bisschen Bewegung im Markt. Nun müssen wir uns vorstellen, wir hatten vielleicht eine Strategie, die früher auf solche Bewegungen reagiert hat, wo wir gesagt haben, wenn der DAX sich heute um 60 Punkte bewegt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass viel am Markt los ist. Dann geh einfach mal in Richtung X, ob Long oder Short, das bestimmen wir durch einen zweiten Parameter. Aber das wäre zum Beispiel eine Strategie, die mag damals funktioniert haben und die würde heute nicht mehr funktionieren, wenn sie halt so fix programmiert wurde. Also wenn diese 60, diese Größe fix programmiert wurde und wir jetzt nicht irgendwie die durchschnittliche Volatilität eines Markts messen. Was ist noch ein großer Punkt? Große Teilnehmer fallen weg. Ein Punkt, der ist oft nicht so im Fokus, wenn man daran denkt. Aber es kann einfach sein, hatte ich auch erlebt, dass große Teilnehmer, die wirklich viel, viel Geld in den Markt pumpen und auch den Markt bewegen,
dass sie einfach nicht mehr da sind. Vielleicht haben wir irgendwie erkannt durch Orderbuchanalyse, Times and Sales Analyse, dass es da immer jemand gibt, der viel Volumen in den Markt haut und wir wissen, okay, wenn da wieder diese große Order um 11.28 Uhr im Markt liegt, dann ist das ein Zeichen für die Marktrichtung heute. Oder wir wissen einfach, oder auch das nächste Beispiel, es sind Handelssysteme am Markt aktiv, die einfach auf gewisse Sachen agieren. Zum Beispiel stellen sie sich im Orderbuch immer Best Bid, Best Gas, das heißt, sie machen halt den Spread relativ klein oder wollen halt immer am nächsten ausgeführt werden. Diese Spiele mit den Algos quasi, das haben wir auch sehr oft betrieben, dass da einfach Algos am Markt unterwegs sind, man packt eine Order rein und plötzlich geht eine Order über ein und stellt sich über ein vom Preis her, gerade im Aktienbereich unterwegs. Und dort gibt es halt auch viele Strategien, die so ein bisschen ja, die Algos mit den Algos spielen und die Algos halt auch ausnutzen. Und wenn solche Sachen halt wegfallen, und wenn wir quasi mit den großen Algos spielen oder wenn wir quasi die Krümel, sage ich mal, der großen Trader, der großen Vermögensverwaltung, der großen Banken bisher immer eingesammelt haben und diese großen Teilnehmer sind einfach nicht mehr da, das heißt, es gibt plötzlich um 11.28 Uhr nicht mehr die eine große Order, die quasi den Markt bestimmt, dann ist unsere Strategie auch hinüber. Also es dann können wir keine Krümel mehr aufsammeln, die Großen unterlassen haben. Das ist einfach in dem Moment auch hin. Ein weiteres oder auch sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt ist einfach, dass die Parameter zu fix sind. Das hatte ich ja kurz erwähnt. Auch so als Tipp für prinzipielle Strategien. Es ist immer zu empfehlen, wenn man die Lebensdauer einer Strategie möglichst lange halten möchte, dass man keine fixen Parameter verwendet. Also, dass wir jetzt zum Beispiel nicht sagen, reagiere, wenn der Markt jetzt über 70 Punkte am Tag macht, dann ist das ein Zeichen für viel Wohler, sondern dass man das zum Beispiel einfach am ATR ausmacht oder anderen Indikatoren, die es messen. Das heißt, möglichst keine fixe Parameter in irgendwas, keinen Durchschnitt fix angeben, kein Stop-Loss, kein Take-Profit angeben, weil solche Werte passen wir in der Regel an den aktuellen Markt an. Wenn wir jetzt sagen, ich habe jetzt ein DAX-System, ja, was gebe ich dir mal Stop-Loss, sage ich jetzt mal 150 Punkte, dann werde ich nicht zu oft rausgeholt, aber auch nicht zu schnell oder auch nicht zu selten. Ist auch nicht so teuer, weil wir einfach unterbewusst diesen Markt, den aktuellen Markt im Kopf haben. Wer weiß, wie es in 2 Jahren läuft. In 2 Jahren haben wir vielleicht eine Vola von 1.000 Punkten am Tag oder wir gehen wieder zurück und haben nur noch 20 Punkte, weil wir alle wieder mit Stein und Meißel traden. Das wissen wir halt nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass wir alle Parameter, soweit wie es nur geht, dynamisch halten, dass das System sich quasi selbst optimiert und selbst an den Markt anpasst. Weil wenn wir das nicht haben, haben wir wirklich irgendwann den Punkt, wo einfach unsere fixen Parameter von gestern sind. Sie sind an den Markt von vor x Monaten angepasst und den Markt haben wir jetzt halt nicht mehr. Die genaue Erkennung. Am Anfang hatte ich ja das liebe Beispiel erwähnt mit dem maximalen Drawdown. Das ist so ein ganz guter Indikator, um zu erkennen, wann eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert, nicht im Sinne von gar nicht mehr funktioniert, sondern auf dem Weg dorthin ist, dass sie nicht mehr so profitabel ist, wie zu erwarten. Ich gehe dafür einfach mal in den Backtest, dann werden wir mal ein bisschen was so sehen aus dem MetaTrader. So. Hier habe ich jetzt mal den MetaTrader von FXPlan aufgemacht, den Strategietester, der ist ja, das ist eine standardmäßige Funktion vom MetaTrader, wo wir halt Backtests durchführen können. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Expert Advisor, den Morning Coffee Trader von uns hier reingenommen. Den testen wir jetzt auf den DAX 30 von 2015 bis Ende 2015. Und dann haben wir am Ende, wenn wir den Test durchgeführt haben, haben wir halt viele Kennzahlen. Wir sehen hier, der größte Gewinn lag jetzt hier, ich gucke mal kurz auf das Volumen. Wir haben 2 Kontrakte gehandelt, also 2 1-Euro-Kontrakte. Und damit war der größte Gewinntrade bei 425 Euro und der größte Verlusttrade bei 106. Wir wissen, der Drawdown ist bei 10%. Wir wissen, durchschnittlich machen wir 2 Gewinntrades in Folge, durchschnittlich 2 Verlusttrades. Und im Maximum haben wir halt 8 Verlusttrades in einer Reihe und 6 Gewinntrades in einer Reihe. Da gibt es noch viel, viel mehr Kennzahlen. Man kann sich auch noch selbst mehr Sachen ausrechnen, indem man zum Beispiel die ganzen Trades in Excel exportiert und dort einfach ein bisschen weiter testet. Aber das ist unsere Basis, um zu erkennen, wenn eine Handelsstrategie nicht mehr funktioniert. Und hier
Hier müssen wir halt schauen, welche Daten können wir verwenden. Wie machen wir es bei AlgoCamp? Wir schauen immer ganz gerne auf den maximalen Rawdown. Das heißt, wir haben hier eine Erwartung. Ich meine, das System nicht für nur ein Jahr. Das machen wir einfach mal von 2013 an bis heute. Lass ich das mal kurz durchtesten. Dass wir einfach nochmal einen signifikanteren Zeitraum haben. Wir sind hier auf 5-Minuten-Candles unterwegs. So, jetzt gucken wir mal die Kennzahlen an. Genau, jetzt haben wir schon mal einen anderen Wert. Wir haben den maximalen Drawdown von 7% über die letzten 4 Jahre circa. Das ist schon mal, hat schon mal mehr Aussage. Was machen wir mit dem Wert? Wenn wir das System jetzt live laufen lassen, dann wissen wir, wir müssen in der Zukunft mindestens einen Drawdown von 7% aushalten. Wir können nicht erwarten, dass wir zukünftig nur 2-3% verlieren. Wir müssen das einfach 100%ig annehmen. Und es darf uns auch nicht wehtun oder schmerzen und wir dürfen auch nicht stark emotional werden, wenn wir diese 7% verlieren. Was machen wir also nun in der Praxis? Wir sagen jetzt nicht, okay, Vergangenheit 7,02%, wenn wir jetzt in der Zukunft 7,03% Drawdown haben, dann machen wir sofort aus. Dann funktioniert es nicht mehr, dann hören wir auf. Nein. Wir nehmen in der Praxis immer halt auf jeden Fall den doppelten Drawdown. Das heißt, wir würden jetzt hier sagen, die Strategie, mit dieser Strategie sollte man durchaus einen Drawdown von 14% erwarten. Wieso? Der Backtest hat halt keine Fehleranfälligkeiten. Der Backtest tradet immer. Dort gibt es keine Serverstörung, keine Slippage und so weiter. Das heißt, wir müssen einfach noch ein bisschen was einpreisen. Es kann auch mal sein, dass wir einfach vergessen, den EA anzumachen. Wir nehmen 2, 3 Gewinntrades nicht mit. Dann haben wir natürlich nochmal einen höheren Drawdown, wenn wir uns vielleicht gerade in einer Drawdown-Phase bewegen. Das ist so die eine Kennzahl, wo wir sagen, okay, also wie bei AlgoCamp, wir haben es halt automatisiert. Das heißt, wir tracken unsere Ergebnisse automatisch. Jede Strategie bei uns hat halt eine Stammdatentabelle. Dort schreiben wir solche Sachen rein. Wenn Sie zu Hause halt 1, 2 Systeme am Laufen haben, können Sie das auch manuell überprüfen. Sie starten halt einmal den Backtest. Dann haben Sie die Kennzahlen und dann schauen Sie einfach ja, jede Woche, alle 2 Wochen nach, wie ist der aktuelle Stand, was ist der aktuelle Drawdown. Okay, ich bin aktuell bei 5%, ist einfach eine schlechte Zeit, aber ich weiß, in der Vergangenheit habe ich noch schlechtere Zeiten gehabt, alles in Ordnung. Ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist zum Beispiel einfach die Anzahl der Trades. Wir wissen jetzt hier, über die letzten 4, 5 Jahre haben wir ca. 700 Trades durchgeführt. Das Ganze können wir runterbrechen auf Jahre, Monate, Tage. Tage macht nicht so viel Sinn, aber vielleicht noch auf Wochen. Und das ist auch ein ganz gutes Indiz dafür, wann eine Handelsstrategie oder besser gesagt der Markt sich verändert. Das heißt, wenn wir jetzt, ich sage jetzt einfach ohne nachzurechnen, wir machen durchschnittlich 5 Trades in der Woche, bei 5 Handelstagen und wir sind plötzlich über einen längeren Zeitraum bei 20 Trades in der Woche. Dann müssten wir eigentlich langsam oder müssten wir demnächst sehr viel weniger Trades durchführen, um wieder zurück zu den Durchschnitten zu kommen. Das ist auch ein Anzeichen dafür, dass sich der Markt einfach geändert hat. Wenn wir bei diesem Vola-DAX-Beispiel bleiben, vielleicht ist der DAX einfach zu volatil geworden. Er macht am Tag 400-500 Punkte in der Range und deswegen traden wir gerade viel, viel mehr. Das ist auch ein Indiz dafür. Es kann sein, dass wir durchaus noch Geld verdienen, keine Verluste machen, aber es kann dennoch sein, dass es so das erste Anzeichen dafür ist, dass sich der Markt ändert und unsere Strategie eventuell auch angepasst werden müsste. Nochmal ein drittes Beispiel dafür ist einfach die Rendite sich nochmal auszurechnen. Wir haben halt hier den gesamten Profit. Den können wir auch runterbrechen auf Wochen oder auf Monate und dann können wir das Ganze auch nochmal gegenchecken. Was der Durchschnitt ja genau bedeutet, das wissen wir jetzt auch einigermaßen. Dann können wir einfach sagen, ich verdiene hier durchschnittlich mit dem Volumen in der Woche oder besser gesagt im Monat 400 Euro und das prüfe ich jetzt in der Zukunft. Ich bin jetzt vielleicht bei 400, bei 400, bei 200, bei minus 100 und so weiter, alles noch im Rahmen. Aber wenn ich über einen längeren Zeitraum weit, weit entfernt bin von dem Durchschnitt, dann ist es auch wiederum ein Zeichen dafür, dass sich der Markt geändert hat und wir eventuell aktiv sein müssen. Das alles ist so für den Punkt 1. Das heißt, wenn ein Fall davon eintritt, sind wir noch nicht am Ende einer Handelsstrategie angekommen, sondern wir sind eigentlich nur an dem Punkt vor angekommen, wo es eigentlich darum geht. Das heißt, wir wollen den Punkt erkennen,
wo wir gegensteuern können. Das ist auch der nächste Punkt. Was heißt eigentlich gegensteuern? Was ist, wenn der Live Drawdown größer ist als in der Vergangenheit mal 2? Vergangenheit waren 7%, wir setzen uns als Limit 14% und plötzlich sind wir bei 15%. Was machen wir? Es gibt viele Sachen. Es gibt halt leider nicht die Regel, die wir jetzt anwenden können. Das können wir auch nicht automatisiert anwenden, dass wir einfach sagen, okay, wir programmieren jetzt ein, wenn der Drawdown höher als 14% ist, dann löscht sich die Strategie. Das kann man natürlich machen, aber wir müssen immer nochmal individuell raufblicken, wenn wir zum Beispiel solche Trades haben wie zu Schweizer Franken Crash oder ähnlichem. Was können wir genau machen? Was wir sehr gerne machen, ist einfach im ersten Moment auch schon einen Punkt davor zu untersuchen, woran lag's. Was ist gerade passiert? Was ist passiert und wieso ist es passiert? Wie können wir das erkennen? Wir müssen wissen durch den Backtest, in welchen Phasen wir Geld verdienen und in welchen Phasen wir Geld verlieren. Das müssen wir nur grob wissen. Das heißt, wir müssen sagen, okay, wenn der Markt volatil ist, verdienen wir sehr viel Geld. Wenn er nicht so volatil ist, dann verdienen wir nicht so viel Geld. Und wenn der Markt quasi auf der Stelle tritt, dann verlieren wir ganz viel Geld. Das wäre jetzt zum Beispiel ein klassisches Trendhandelssystem. Bewegt sich der Markt, verdienen wir viel Geld. Oder auch bei einem Range-Breakout-System. Da wissen wir ganz genau, okay, wenn der Markt auf der Stelle tritt, verdienen wir nicht so viel Geld. Und dann müssen wir uns anschauen, was haben wir gerade für eine Marktphase. Tritt der Markt auf der Stelle? Ist er trendig? Ist er nicht trendig? Um einfach zu erkennen, ob wir jetzt gerade in der Phase sind, in der wir sowieso kein Geld verdienen. Wenn wir aber ein Trendfolgesystem haben und der Markt gerade ständig nur steigt, steigt, steigt und dann wieder ganz ordentlich fällt, so wie im Bilderbuch, dann sollten wir uns fragen, okay, irgendwie sind wir in einer richtigen Marktphase für uns, aber verlieren trotzdem Geld. Und dann müssen wir entscheiden. Entweder nehmen wir das Volumen runter oder wir sagen, okay, wir schalten das System einfach aus, löschen es und vernichten es. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Wir machen es in der Regel immer so, wenn wir wirklich sagen, okay, da ist irgendwas und wir können das System nicht anpassen, um damit umzugehen, dann verringern wir einfach das Volumen. Nicht, weil wir jetzt weniger Geld verdienen wollen oder verlieren wollen. Wir können es ja auch einfach ausmachen, aber wir verringern das Volumen einfach auf ein Minimum, um noch live am Markt dabei zu sein, um einfach dieses Tracking noch zu haben. Wir können ja, wenn wir ein Euro-Dollar-System haben, einfach sagen, wir traden jetzt einfach nur noch 0,1 oder 0,01 Lot, wo wir kein Geld verdienen und kein Geld verlieren, aber wir sammeln halt Erfahrung und das ist hier sehr wichtig. Das Ganze können wir natürlich auch auf dem Demokonto machen, wenn es die Strategie erlaubt. Wenn es jetzt kein Arbitrage-System ist oder ein System, was auf Tick-Basis unterwegs ist, wo es wirklich um die Ausführung geht, dann können wir auch sagen, wir nehmen es vom Live-Konto und setzen es auf dem Demokonto an. Was eigentlich sehr, sehr schlecht ist, ist wirklich das Ganze komplett zu verwerfen. Dass wir einfach sagen, kein Demo-Traden, kein geringes Volumen mehr, ich mache alles aus. Da geht uns einfach die Erfahrung verloren. Weil es kann ja wirklich sein, dass der Markt sich geändert hat und die Strategie so nicht profitabel ist. Aber durch das Tracking können wir halt wieder neue Ideen entwickeln, um die Strategie wieder anzupassen. Vielleicht haben wir ja wirklich feste Parameter. Oder entweder machen wir sie dynamischer oder wir passen diese festen Parameter an, dass sie zu dem aktuellen Markt passen. Aber hierbei müssen wir natürlich ganz stark darauf achten, dass wir kein Curve-Fitting betreiben. Dass wir jetzt nicht mehr den Stop-Loss von 100 Punkten haben, sondern von 127,5 und einen Durchschnitt nutzen von 7 geschiftet und 2. Wir dürfen das Ganze nicht extrem anpassen, aber wir müssen schauen, mit welchen Änderungen kann ich das System einfach an den aktuellen Markt anpassen. Vielleicht geht es auch nicht. Vielleicht geht es nicht und wir merken auch nach Monaten lang Demo-Traden, dass das alles nicht funktioniert. Dann ist es halt so. Also wie gesagt, keine Strategie funktioniert leider zu 100 Jahren komplett durchgehend. Ich habe einiges erlebt. Das Maximum war halt wirklich 12 Jahre lang ohne eine Anpassung. Das kleinste war ja 2,5 Monate. Es gibt halt alles. Es gibt halt alles und wir können das Ganze selbst verlängern oder die Lebenszeit verlängern, indem wir einfach sehr dynamisch sind. Dass wir, wenn wir ein System programmieren, im Vorfeld sagen, hier wird nichts fix programmiert, alle Parameter zieht sich die Strategie selbst aus dem Markt oder wir bauen einfach Parameter ein, dass ich als Trader trotzdem noch immer so ein paar Sachen einstellen kann. Dass ich sagen kann, okay, Durchschnittsvola ist jetzt halt 100 und dann arbeitet das System damit. Und in 2 Monaten sage ich, Durchschnittsvola sind jetzt 120 Punkte.
Sind auch schon beim Fazit angekommen. Genau, nichts funktioniert 100 Jahre lang, leider nicht. Wenn ich regelmäßig sein Handelssystem prüfe, dann wird auch langfristig kein Geld verdienen, nicht verlieren, sondern er wird langfristig kein Geld verdienen, weil dieser Zeitpunkt einfach viel ausmacht. Es bringt uns nichts, wenn wir ein profitables Handelssystem haben, das ist jetzt schon 2 Jahre lang profitabel und wir lassen es weiterlaufen und es verliert Geld, es verliert Geld. Nach dem 3. Monat hätten wir eigentlich erkannt, dass das System nicht mehr funktioniert, weil gewisse Überprüfung aktiviert wurden, aber wir lassen es weiterlaufen und lassen den gesamten Gewinn verlieren. Also jede Strategie wird irgendwann, wenn man sie nicht anfasst, mal in die Phase kommen, wo sie nicht mehr so viel Geld verdient und irgendwann auch Geld verliert. Und da muss man einfach rechtzeitig, nicht zu früh und nicht zu spät halt gegensteuern. Klingt eigentlich relativ einfach, ist in der Praxis aber ja, ein bisschen komplizierter, weil wir halt auch immer sehr emotional einfach dabei sind. Wir bekennen das, wir haben vielleicht viel Geld verdient, sehen, wie die Strategie jetzt schon 2 Monate lang Geld verliert, wissen natürlich nicht. Ist es eine kurze Phase? Wenn ich es jetzt laufen lasse, werde ich dann damit belohnt, weil ich stark geblieben bin, oder werde ich damit bestraft, weil ich es nicht erkannt habe oder einfach nicht sehen wollte? Wenn wir natürlich ein System haben, was ganz lange funktioniert, dann fällt es einem schwer zu sagen, okay, ich mache es jetzt aus, sondern in der Regel hoffen wir einfach darauf, naja, schlechte Phase, morgen läuft's, übermorgen läuft's. Und deswegen sollten wir einfach diese Entscheidung abgeben, und zwar abgeben an die Kennzahlen. Wir müssen uns im Vorfeld aufschreiben, wenn dieser Fall eintritt, dann mache ich Folgendes. Also wenn der durchschnittliche Drawdown plötzlich 2-mal so groß ist wie in der Vergangenheit, dann setze ich das Volumen auf ein Minimum und warte, bis die Strategie wieder funktioniert. Also wir dürfen es nicht in dem Moment entscheiden, wo es auftritt, sondern wir müssen im Vorfeld uns überlegen, also wirklich im Risikoplan mit aufschreiben, wie gehen wir damit um, wenn diese Fälle eintreten. Gut, mit Blick auf die Uhr sind wir eigentlich fast pünktlich. Es ist jetzt 18.56 Uhr. Soweit bin ich vom Inhalt durch. Sie können gerne noch Ihre Fragen stellen, damit Sie natürlich ohne Fragen aus dem Webinar heute herausgehen. So, ich schaue mal durch, welche Fragen hier noch sind. Genau, also zu dem Beispiel mit dem Maximum Drawdown, wenn wir halt immer nur fixe Stücke verwendet haben im Backtest, dann dürfen wir nicht auf den prozentualen maximalen Drawdown schauen, sondern müssen halt einfach darauf schauen, dass wir die absoluten Zahlen haben. Also ja, in Punkten, in Tipps, was auch immer, dann haben wir dieses Problem nicht mit dem maximalen Drawdown, oder wir führen halt den Backtest einfach durch, indem wir das Volumen nicht fix halten, sondern einfach sagen 2% vom Depot. Dann haben wir diese Problematik halt nicht. So, ich schaue nochmal durch. Eine Frage kann ich nicht ganz verstehen. Bitte nochmal den Unterschied zwischen 0 EV und minus EV erörtern. Was ist genau mit EV gemeint? Ansonsten haben wir erstmal alle Fragen durch, soweit ich das sehe. Achso, Erwartungswert, ja. Ja, was ist der Unterschied zwischen Null Erwartungswert und Minus Erwartungswert? Wir haben ja prinzipiell bei jeder Strategie haben wir einen positiven Erwartungswert. Sonst hätten wir kein profitables System, was wir in den Start bringen wollen. Deswegen, hier muss man darauf achten, es gibt viele Kennzahlen, die nicht allzu sehr gewichtet werden sollen. Also wir haben auch bei den RB-Days zum Beispiel kam die Frage, ich gucke immer auf den CRV, ist der CRV denn so wichtig? Manche sagen ja, manche nicht. Da muss ich immer zu sagen, es kommt darauf an, es gibt nicht die eine Kennzahl. Es gibt nicht die eine Kennzahl, um die Qualität einer Handelsstrategie zu bestimmen, sondern eigentlich muss alles irgendwie in einer gewissen Waage liegen. Das heißt, ein maximaler Drawdown von 10% ist nichts. Ein maximaler Drawdown von 90% ist schon sehr viel, aber wenn wir als Rendite 500% im Monat haben, sind 90% Drawdown jetzt nichts. Also alle Parameter müssen irgendwie miteinander zusammenspielen, meine ich quasi.
Ich habe vielleicht noch eine Frage, was vielleicht Ja, gerne. interessant ist. Schaut ihr auch auf die Anzahl der Gewinner und Verlierer oder spielt am Ende tatsächlich nur der Gewinn eine Rolle? Genau, das spielt auch eine Rolle mit. Also wir schauen zum einen auf die Trades an sich einfach, ob wir gerade überdurchschnittlich viel oder unterdurchschnittlich wenig traden und auch, ob die Phasen gerade unterschiedlich sind. Also wir haben ja MetaTrader-Backtest, unten sehen wir, wir haben jetzt durchschnittlich oder maximal haben wir aufeinander folgend 8 Gewinne oder 5 Verluste. Und wenn das im Live-Trading halt auch unterschiedlich ist, das heißt, wir haben jetzt plötzlich hintereinander 16 Mal Verluste oder 19 Mal Gewinne, dann ist es auch ein Anzeichen dafür. Halt nicht ein Anzeichen dafür, dass das System jetzt sofort nicht mehr funktioniert, aber ein Anzeichen dafür, dass der Markt sich schon stark geändert hat. Wenn wir in der Vergangenheit, also in den letzten 16 Jahren zum Beispielsweise, 8 Gewinne in Folge hatten und jetzt plötzlich 16 oder Verluste, das gleiche. Okay, soweit ich das sehe, sind auch keine weiteren Fragen jetzt im Chat. Also Sie haben jetzt Genau. noch die Möglichkeit, wenn Sie wollen. Ansonsten, ja, schreiben schon einige hier herzlichen Dank. War sehr interessant. Da kann ich mich nur anschließen. Ja, Wirklich sehr gerne. gutes Webinar, guter Vortrag. Sehr, ja, lehrreich für uns alle. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir, David, für das Ja, sehr Webinar. gerne. Und wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Und allen anderen bedanke ich mich auch, bei allen anderen bedanke ich mich auch für die Teilnahme und wünsche an der Stelle noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. David, du hast das letzte Wort. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei allen. Ich finde es sehr schön, dass noch so viele bei dem Thema beigeblieben sind. Wie gesagt, am Anfang ist halt kein Thema, wo es um die heilige Gral-Strategie geht, um 10.000% verdienen, sondern es geht wirklich um die wichtigen Themen, die oft vernachlässigt werden. Von daher finde ich es klasse, dass so viele zugehört haben. Wenn noch Fragen da sind oder Anregungen sind, wir sind gerne jederzeit da. Einfach auf unsere Homepage algo-camp.de gehen. Dort das Kontaktformular nutzen oder uns einfach eine E-Mail schreiben, bei Facebook anschreiben, uns anrufen. Wir freuen uns immer über jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Und ja, würde mich sehr freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Und in diesem Sinne, einen schönen Abend. Tschüss.